Haube auf und einmal staunen, bitte. Sie sehen vermutlich den weltweit einzig noch existierenden Peter und Moritz aus Naumburg. Das Wort Sensation in diesem Zusammenhang eine reine Untertreibung für alle Enthusiasten, die Basistaten. Zwei Zylinder, Boxermotor mit 1300 Kubik, ungefähr 15 PS. Was den Jonsdorfer Ingo Herbst mit Automobilen und Motorrädern verbindet, kann man nur mit dem Wort Leidenschaft umschreiben. Der Peter und Moritz, Jahrgang 1921, den wohl etwas vergessenen Motor aufgestöbert im Museum, das Jagdfieber geweckt beim ehemaligen Kraftfahrer und eine zweieinhalbjährige Odyssee beginnt. Ich hatte nur ein Bild am Anfang, mit dem ich arbeiten konnte. 19 Zoll Räder, ausgerechnet Zentimeter, danach die Länge, die Höhe und so weiter. Selbst ist der Mann und so werden sogar Tätigkeiten übernommen, über die man sich noch nie Gedanken gemacht hat. Selbst das Verdeck habe ich genäht, hatte nie eine Nähmaschine genäht. Einmal eine Nähmaschine genäht und das Verdeck war fertig. Zur Erinnerung, anfangs gab es einen alten Motor, sonst nix. Was folgt, kann man nur beschreiben mit einfach machen. Ich habe alles mit der Hand gemacht und da war das die Schwierigkeit dann, dass ich mir immer was bauen musste, ein Werkzeug bauen musste, womit ich dann das Blech biegen konnte, die Eisen biegen konnte und so weiter. Doch nun wollen wir erst einmal den Soundcheck, der Anlasser standesgemäß. Eine Bohrmaschine. Die Rarität auch dadurch begründet, dass bereits nach 6 Jahren Schluss war für die Autowerke Peter und Moritz. Nur einige hundert Fahrzeuge wurden überhaupt gebaut. Dann war das aber so, dass 1925 die Firma schließen musste, weil sie keine staatliche Förderung bekommen hat und 57 Kilogramm Feingold für das Gebäude bezahlen sollte. Und das war für die Firma das Aus. Unzählige Arbeitsstunden stecken in dem Oldtimer, stets an seiner Seite und gänzlich ohne Ironie, Gattin Gabi. Dafür hat er ja gar keine Zeit für mich mehr. Er liebt ja das Auto mehr wie die eigene Frau. Und naja, und ich muss ihn doch ein bisschen den Rücken frei halten, dass er die Freizeit hier mit dem Auto verbringt. Dafür bekommt er sein Mittagessen, braucht bloß die Beine unter den Tisch stecken. Alles klar. Für den Straßenverkehr zugelassen ist das blaue Ungetüm, so von Herbst selbst getauft, übrigens nicht. Die nötigen Nachweise zu erbringen, hätte wohl noch einmal knapp 3 Jahre gedauert für dieses flotte Mobil. Mit der Übersetzung fährt er bestimmt 100. Aber ich brauche gar nicht so schnell fahren. Auf meinem Gelände, in meinem Garten geht es nicht so schnell zu fahren. Dafür ist ein Platz im Großschöner Motorrad- und Technikmuseum bereits fest reserviert. Und ja, Stolz ist auch mit dabei. Aber wie? Ich habe mich richtig jedes Mal gefreut, wenn ich wieder ein Stück fertig hatte. Es hat mir wirklich was gegeben. Und damit habe ich mir ein Denkmal gesetzt. Und was für ein Denkmal. Der Peter und Moritz, erbaut von einem Ingo. Einfach eine tolle Geschichte.